Aha. Und was bringt uns das jetzt? Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Okay, da haben wir jetzt was eingebaut. Das ist jetzt richtig so, oder was? Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Okay. Vielleicht können wir ja jetzt mal durchfahren. Vielleicht bringt das uns jetzt weiter. Wir haben da noch nicht die Schienen verstellt, aber... Wir müssen erstmal die Goal irgendwie holen, aber ja, trotzdem. Losfahren. Yippie! Hihi! Oh, schon wieder der Hebel! Tja. Kontrolltafel bringt uns auch irgendwie nicht weiter. Yep, alles klar. Nudelrezepte zu lesen ist kein Problem für mich. Das sagtest du bereits. Den Kasten können wir auch nicht aufmachen. Wir können uns einen Lappen mitnehmen. Wofür auch immer. Tja. Wir haben eine Mainbike-Lampe, ein Skelettbein, einen avialen Stromumkehrer, einen Achtkantschlüssel, eine Sicherung und einen Lappen. Und noch einen Lappen. Und der Lappen, der läuft hier gerade die Schräge runter. Ich meine, der andere Lappen. Und wir haben jetzt einen roten Lappen im Inventar und der andere Lappen. Der moderiert gerade diesen Part. Ja. Hier können wir doch bestimmt die Sicherung reinbauen, dann könnte das vielleicht was bringen. Die Sicherung. Dann wäre ein Versuch wert. Na, großartig. Das passt. Es funktioniert. Oh, sehr gut. Jetzt nur noch Goal in das Mainbike liefen und... Wham! Wo ist das Mainbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Das Mainbike. Ich sollte erst das Mainbike holen. Tja. Ein Bauteil, das nur dafür da ist, kaputt zu gehen. Puh, als bräuchte man dafür ein extra Bauteil. Na dann, nach unten. Wir müssen das Mainbike irgendwie herkriegen. Das Mainbike. Na, das wird ja witzig. Das Mainbike herzubekommen. Das kann ja was werden. Es ist bisher noch nichts geworden. Das klappt nicht. Mist. Ich brauche wohl doch... Den Hebel brauchen wir unbedingt. Aber wo kriegen wir den Hebel her? Hier oben haben wir einen Hebel. Nicht nötig, das passt schon. Oh. Signal auf weiß. Das könnte klappen. Und jetzt rein hier. Und losfahren. Zack. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel. Warte. Da gibt's einen Hebel. Schon wieder der Hebel. Sachte dann vorbeifahren. Tja, wieder hier. Sekunde, müssen wir vielleicht mal. Der Hebel, der Hebel, der Hebel, der Hebel, der Hebel.
Können wir nicht greifen. Ich habe den Hebel gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie wir da rankommen an den Hebel. Oh wei. Der Hebel. Schon wieder der Hebel. Aber rankommen tun wir nicht. Vielleicht jetzt absteigen. Und jetzt den Knopf drücken. Nee. Okay, das Signal steht auf weiß. Oh, jetzt ist die Glühbirne. Die rote Glühbirne aus. Jetzt können wir die wegnehmen. Jetzt ist die nicht mehr heiß. Jetzt können wir doch bestimmt die weiße da reinmachen. Zack. Da kommen wir noch nicht dran. Es liegt aber ein Licht an. Tja. Okay, den Strom gehen wir nicht mehr raus, oder? Er ist komplett verdreckt. Ich kann überhaupt nichts erkennen. Wo ist Toni, wenn man... Der Lappen, da können wir doch bestimmt den Lappen mit dem Spiegel. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Wir brauchen einen nassen Lappen. Rufus, geh duschen. Gut, mein Bike. So, Schalter. Zack, da geht's hoch. Vielleicht jetzt. Die Anzeige ist immer noch rot, aber gut. Alle anderen Leuchten sind auf weiß. Der verdammte Hebel. Grumble. Okay. Das ist grün. Das ist rot. Das ist grün. Das ist rot. Ich versuche gerade irgendwie die Karte zu benutzen. Zu verstehen. Wie kriegen wir diese Leuchte? Grün. Muss erst mal Gold aufladen. Die Gold, die kriegen wir nicht so einfach drauf. Die Leuchte ist rot. Und jetzt nochmal. Vielleicht bringt es uns jetzt was weiter. Und losfahren. Zack. Ach, verdammt. Wir müssen auch irgendwie dieses... müssen irgendwie die Lampe hier zum... in den Spiegel müssen wir irgendwie sauber kriegen und dann muss der das... Ja, ich habe schon so eine Vermutung, wie wir es machen. So, hier hoch. Tja. So, mal runter. Hier wieder runter. Wir brauchen den Hebel auf jeden Fall, um weiterzukommen. Vielleicht können wir hier mit dem Schnaps. Prösterchen. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Herpes habe? Was zum... Was fällt dir dann ein, aus meiner Flasche zu trinken? Ich bin Arzt. Unter anderem. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir einer Gehirnoperation unterziehen lassen? Tja, wer? Wie
wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Ich hab zum Glück einen Lappen. Jetzt haben wir einen feuchten Lappen. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Sehr gut. Dann können wir noch putzen. Lappen mit Alkohol. Spiegel. Zu hoch, aber egal. Über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Was? Wie kommst denn du auf einmal da hoch? Und wie kriegen wir dich da wieder runter? Signallampe. Nee, warte, wir müssen den Hebel betätigen. Vielleicht tut der was. Das rote Licht. Ah, verstehe. Ich verstehe langsam. Der Hebel da oben, der bewirkt ein bisschen was bei dem. Ah, am anderen Ende dort. Aha, aha. Und dies und das und jenes. Also wenn ich jetzt hier dies und das, das Licht weiß, und dann dies und das und jenes, im Viadukt. Ah, das unten. Und jetzt sauber mach und wieder hoch. Das könnte was bringen. Dann kommen wir vielleicht weiter. Das rote Licht können wir behalten. Das wird nicht viel bringen. Wir brauchen das weiße Licht. Das können wir bei meinem Bike einbauen. Nee, eine Warn. Okay, Hebel. Zack. Und jetzt versuchen wir es mal. Und steigen hier drauf. Auf das mein Bike. Und hops. Losfahren. Scheinbar noch nicht so ganz. Absteigen. Das Licht leuchtet noch nicht so stark dagegen. Der Spiegel ist sauber. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Auf jeden Fall. Aber wie? Aber wo? Es liegt ein Weinlicht. Tja. Fällt das rote Licht mal wieder rein? Es leuchtet so hübsch. Oh, sehr schön. Vielleicht bringt das ja jetzt etwas, wenn es da so schön rot gegen leuchtet. Versuchen wir es nochmal. Ab ins Main Bike. Ein Versuch ist es wert. Ist es immer. Das könnte jetzt klappen. Sieht vielversprechend aus. Und? Yippie! Na komm. Ach verdammt. Das gibt's doch nicht. Aussteigen. Verdammt. Du weißt, der Lampe leuchtet nicht so gut, oder was? Autsch, heiß! Tja, Mist. Ein Stück weiter sind wir schon. Ja, was nun? Das hilft mir nur, um im Kreis zu fahren. Solange wir nicht im Kreis denken, einen Hebel zu wirken, das bringt nicht viel. Da ist der wieder unten, der Kumpane. Und losfahren. Verdammte Hebel, an den wir noch nicht drankommen.